Das ist sogar wichtiger, als jetzt den Wagen hier zu holen. Aber... Geil, ist ein Family Truckster. Yo, Griswolds auf dem fucking Weg nach Wally World. Ah, willkommen in diesem wunderschönen Drecksloch. Ist das nicht toll hier? Willkommen zu Car Junkyard, Gas Station Simulator und alles andere auch. Los geht's. Erstmal gucken, was die Tankstelle so treibt. Amelie, ich sehe schon, scannst du Luft? Sehr gut, Amelie, sehr gut. Guck mal, die hat jetzt sogar so ein Headset an. Was ist denn hier los? Gibt's hier auch ein Drive-In? Habe ich den Helm im Angebot? Kann nicht sein. Guck mal, wir haben 2997 Lieferung, Produkte, VIP, Angestellte, Dienstleistungen. Ach, hier ist Abfall. Guck. Entschuldigung, habe ich vergessen, müssen wir mal machen. Kraftstoff, wie sieht's da aus? Warte mal, sind wir leer? Ne, sind wir nicht. Wir haben noch 16, wir sind leer. Mal einfach 500. Das ist aber 2,8 der Liter momentan. Ist aber egal, oder? Sprit muss her. Sprit ist wichtig. Oh, da hat jemand das Auto gekauft. Nee, warte. Das ist ein neues Schrottkochen. Los, mal hier arbeiten! Ja, oh Gott. Was ist los? Haben nichts zu tun? Komisch, irgendwie funktionieren die alle nicht mehr so gut, wie sie mal funktioniert haben. Okay. Getränke. Alkohol. Also wir brauchen Alkohol, wir brauchen Snacks. Eis. Oh, nein, ich will das nicht rausnehmen. Snacks und Essen. Und Spielzeug nochmal auf jeden Fall. Genau, Müll aufsammeln ist gut. Car Wash ist aus. Müllentsorgung unterwegs. Ist auch ein bisschen voll, um ehrlich zu sein. Und wir gehen zurück, Autos auseinandernehmen. Ich glaube, ich muss den Autoverkauf mal ein bisschen günstiger machen. Wir können uns das einfach nicht leisten gerade. Oh, doch, das haben wir geschafft. Sehr gut. 1400. Yeah. Bestätige. Sehr gut. Kann der andere ja noch laufen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen verschrotten. El Schrotto. So. Warte mal. Nee, habe ich weggemacht. Okay. Los, gib mir das. Gib mir die Karre. Tut mir leid, aber... Ja. Geräusche, die ich mache, wenn ich alleine bin. So. Benimm dich, als wenn niemand zuschauen würde, weißt du? Oh ja, hier gibt's Teile. Oh yeah, baby. Jo, das ist auch ein geiler Kotflügel. Ne, eigentlich nicht, aber egal. Perfekt. So, ich muss jetzt nochmal zurück. Ich muss, der Tankwagen ist da. Nein, ist überhaupt nicht anstrengend. Nein! Sekunde, Sekunde. Was kommt denn da? Hab ich, das ist der Müllwagen, ne? Ja, der Müllwagen fährt wieder. Der Müllwagen war fleißig. Meh, meh. Guck mal, die halten den Tag gar nicht richtig durch. Das ist schon ein bisschen doof. Na gut, wir kaufen auch jetzt... Ne, warte, wir kaufen gerade gar nichts. Ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen... Flamingo! Ein bisschen blöd. Erstmal geht's weiter hier. Wo das ja gar keine Eile hat mit dem Pimpen. Das können wir eigentlich immer wieder nebenbei machen, wenn wir meinen so, okay, wir haben gerade Freiraum. Ich würde doch einfach erstmal Teile sammeln. Oder weiß ich meine, oder wir machen die Autos schön teuer. Aber ich weiß nicht, ob das auch eine gute Idee ist. Oh, scheiße. Nicht genug Platz im Lager, das ist möglich. Oh, das ist ja blöd. Dann müssen wir das mal erhöhen. Ja, keines... Oh ja, die Farbe wäre doch auch richtig edel.
glaube, wir müssen das Lager mal... Kann ich den Teil auch verkaufen? Aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich glaube, wir müssen einfach noch mehr Geld machen. Mit unserer Standardtankstelle. Wir müssen einfach richtig Asche scheffeln. Ja, ich komme nochmal wieder. Wir können das ja aber schon mal verschrotten. Wir können auch nochmal Autos knacken. Jetzt gucken wir gerade, wie der Verkauf läuft. Ich habe gerade irgendwas geschafft, das Auto ist verkauft. Ja, es war jetzt nicht so viel. Ruhm! So, wir haben neue Aufkleber. Taxi Gelb, auch geil. Matt, finde ich auch nice. Matt Damon. So, die waren alle so teuer, die Upgrades, deswegen... VIP bedienen, das war... Derrider? Hiroki, willst du nicht arbeiten? Nee, Hiroki hat fertig gedient. Bedient. Er hat fertig gedient. Ich gucke, ob ihr Kofferraum funktioniert. Keine Sorge. Okay, jetzt schon erledigt. Oh, zweimal schon. Ja, der Kofferraum war leider nicht sehr... Nee, einmal verkackt, direkt weiter. Wenn wir da nicht wenigstens... Bitte. Geht doch. Nix drin, $15. Hierfür bestimmt ein paar Kinderleichen. Und Schokoriegel? Nee, auch nicht. Werkstatt einer. Nee. Wird der denn bedient? Ach, VIP. Oh ja. Ja, natürlich. Keine Sorge. Ja, yeah, los geht's. Tür? Kratzer. Das war Kratzer, ne? Na gut. Oh Mann, na toll, so viel dazu. Eine Sekunde, wir bestellen noch die Teile. Bisschen zu spät? Nein, natürlich nicht. Zehn. Bei wie viel Geld sind wir? 1000. Nur ein bisschen Öl. Noch ein paar Batterien und kaufen. Ich muss die Garage auch mal aufwerten. Oh yeah. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich wirklich nur noch wieder auf die teuren Sachen gehe. Oh, diese Musik, ne? Furchtbar. Jetzt ist schon wieder irgendwie doch wieder ein Ticken zu laut. Muss ja auch keinem gefallen da drin. Als würde der Geist. Ja, wir gucken mal gerade, was kostet denn das Lager? Sorry, aber meinst du, ich finde mich hier zurecht? Das war... Nein, das war, oh Mann! Mensch. Mann, bin ich denn blöd? Ne, hier ist das doch. Lager. Das ist aber mein Lager. Ah, scheiße. Ich guck gleich nochmal. Sorry, aber... Das ist nicht meine Welt. Also, das war nicht hier... Ah, hier aktualisieren. Da haben wir aber auch nur noch einen. Ne, ist die Tankstelle. Tankstelle. Hier, Junkyard. Ich glaube, die.
Platz, Gage. Mehr Platz und eine zusätzliche Plattform zum Anpassen der Wracks. 8000, ey. Leck mich an der Tasch. Das sind echt Peanuts, die wir hier verdienen. Na toll, jetzt haben wir Party. Ich brauche noch eine Kasse. Ich brauche so viel. Wir müssen erstmal die Tankstelle auf Vorderrand bringen. Komm, gib Gas, du lahme Troller, ey. There we go. Oh yeah, Party People. So, jetzt müssen wir reparieren. Da bin ich schon. Keine Sorge. Hat überhaupt nicht lang gedauert. Ich musste nur Teile bestellen. Krass, ist echt leer. Konnte auch gar keine Autos mehr reparieren. Oh oh. Geruckelt. Ein Spiegel, ein Kratzer und ein Reifen. Oh oh. War mal einfacher. Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe gerade ein Autoteil verbrannt. S1, dann 2, dann 3, dann 4. Oh, jetzt ist sie da. Kann man mit der zusammen hier dran arbeiten? Nee, ne? Nee, es geht ja sowieso nicht. Muss ja eh ich machen. VIP. Schon wieder vergessen, warum ich das mache. Ich muss einfach darauf achten, dass der VIP steht. Professional Service. Ja, ja. Dingeling, ding, dong. So, das ist das Problem, dass ich nicht an die Kasse gehen darf, einfach so. Sprechen. Kasse bedienen, ausmachen. Oder einfach, ja, geh einfach. So. Dann machen wir das nämlich schnell. Und los geht's. Willkommen bei Blitzservice. Tiefstpreise. Kaufen Sie Blödsinn, noch heute. Aha. Alter, du hast aber lang gebraucht für deinen Blödsinn. Pretty much what I ask for. Ja, danke schön. Ja, Kreuzworträtsel für Party im Bus. Klar, ist eine Scheißparty also. So viel dazu. Habt da schon mal einer gesagt, dass eure Masken äußerst hässlich sind? Oder auch eher nicht. So. Ich muss noch mehr Autos pimpen. Ich muss sie einfach pimpen. Egal was da ist. Damit wir auch richtig Geld scheffeln. Okay. Also das Spiel ist definitiv buggiger geworden als vorher. Das hat super funktioniert hier. Ich werde den Witz wiederholen. Tut mir leid. Mach weiter, mein Freund. Ihr kriegt beide mal einen Bonus hier. So. Gut. Ne, guck, das meine ich. Die KI ist irgendwie... Stört das hier? Ich glaube schon, ne? Gut, aber ich bin ehrlich, ne? Mein Safe-Game ist schon richtig oll. So, wieder rüber. Gut, dann pimpen wir jetzt mal Karren. Wir haben keine andere Wahl. Gilt das auch für die... Guck mal, jetzt haben wir die im Säurebad gehabt. Ob das Lager jetzt theoretisch wieder leer ist, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Nee. Okay, so viel dazu. Dann schleifen, schleifen.
jede Folge ein bisschen schleifen. Ich denke mal, das geht klar. Yeah, obendrauf. So, die singen. Frontstoßstange. Wir brauchen Kohle. Wir müssen einfach die besten Teile einbauen und gut ist. Botch links und Botch rechte Tür. Geil. Bis jetzt wird der Wagen richtig viel wert werden. 5 Speichenfelgen. Haben wir nochmal 5 Speichenfelgen? Hustlerfelgen. Ich hab die nicht nochmal. Machen wir hinten andere Felgen rein. Tja, dann. Ja, wir haben keiner nicht genug Lager, um die Dinger alle. Oh yeah. Oh. Ich glaube, das fühle ich. Das fühle ich. Oh ja. Oh ja, Alter. Oh. Ey, den fühle ich. Ja. V4-Motor. V6. V4. Na gut, wir nehmen einfach den mit der besten Qualität. Das wird das Qualitätsfahrzeug. Okay, so, jetzt. Habe ich denn jetzt Taxigelb? Taxigelb? Oh ja. Yeah. Gib mir Taxigelb, bitte. Aufkleber. Ne, wir machen einfach unsere altbewährten Flammen. Oh, hallo. Ja, sehr schön. Anwenden. Jawohl. Und los geht's. Willkommen zum Supershop. Oh mein Gott, er ist ein Künstler. Yeah. Oh, ja, Gänsehaut. Ja, so hört sich die Karre von meinem Vater an. Nur noch lauter. So, okay. Wunderschön. Wunderschönes Bild. So, zur Ausstellung. Bam, bam. So, jetzt brauchen wir eigentlich das, wie ist denn hier die... Ich kann auch Teile verkaufen. Ich könnte auch einfach die schlechten Teile verkaufen. Ich denke mal, es geht bestimmt. Oh ja, der ist auch richtig gut. Edel. Rein da. Was eine Landung. So. Alrighty then. Sollen wir es direkt nochmal machen? Kraftstoff 1 und mit Tankstelle läuft alles. Dann. Soll ich nochmal Karren ordern? Ich meine, ich kann ja einfach Karren ordern, dann haben wir die wenigstens. Den muss ich mal zum Verkauf anbieten. Guck mal, was wir dafür kriegen. So, vorschlagsmäßig. Mäßig. Bleiben wir bei dem mäßig. Investoren-Share, oh Mann.
Können mich alle mal. Oder der Dingens kann mich mal. So. Andrew 3500, das ist ein toller Name. Aber den hier. Okay. Dann gehen wir wieder ein bisschen schleifen. Ne. Oh ja, ich liebe das. Bester Part überhaupt. Es könnte ein bisschen länger dauern, finde ich. Man braucht nur so und so viel Prozent. Ne, man kann auch nur so machen. Und dann ist das durch. So, Design. Oh, guck mal, die ist noch nicht... Oh, die müssen wir... Oh, ruckel, ruckel. Komisch, ich weiß nicht, was es ist. Aber richtig edle Teile haben wir da geholt. Wie viel Kohle haben wir? 5000. Ja, ich glaube, wir pimmen erstmal die Tankstelle. Wo kann ich denn hier aufs Lager zugreifen eigentlich? Egal. Machen wir einfach schnell eine Karre. Ist auch ein geiler Auspuff, aber wie gesagt. Matt? Ich finde Giftgrün schon ziemlich geil. Wir nehmen mal Himmelblau. Himmelblau. Einfach nur Himmelblau. Ich weiß nicht. Also aufs Dach würde ich gerne was tun. Das ist total schwer, da was hinzubekommen. Also ich könnte immer so ein Logo machen. Also so von... Weißt du, von Zero Shops, von Lappen Null. Die Null. Oh Mann, guck mal. Der Wagen wurde kreiert von Die Null. Aber ich wüsste nicht, wohin. Das ist alles so. So, Hunde, ich meine, Automarke. Das Logo. Naja, furchtbar. Egal. So, dann wollen wir mal. Oh mein Gott! Ein Künstler! Fertig? Zur Ausstellung bewegen. So, dann verkaufen wir den auch. Ich glaube, wir können auch einfach welche bauen und einfach verkaufen. Wir müssen nicht immer die Premium-Dinger verkaufen. Und der ist hässlich. Da müssen immer Flammen drauf. Es geht einfach nicht anders. Das ist so ein Markenzeichen. Flammobils. Schon geschafft. Sehr geil. So. Jetzt gehen wir aber nochmal zum Shop. Oder? Machen wir noch einen? Ich weiß nicht. Wrack an Schrottplatz. Oh, ich habe noch einen. Ach ja. Da war ja was. Ja, ich brauche jetzt. Pass auf. Ich werde jetzt mal nicht verschrotten. Wir bauen jetzt einfach mal, damit das Lager mal wieder leer ist.
kriege auch immer wieder neue Teile, weißt du, die ich dann gar nicht loswerde. Ich kann auch nur die blauen nehmen. Denke mir aber, das ist blöd, oder? Oh, ich bin am Desktop. Kein Motor mehr drin. Jo, geil. Schon wieder am Desktop. Irgendwann starte ich mal ein anderes Spiel. So, der ist robust. Sprich mit Sean. Oh Mann, warum? Warte, dann lassen wir die Karre mal gerade hier. Ich glaube, wir haben irgendwas geschafft. You're a real badass. How did you do it so easily? Even the investor stopped bombarding me and sending his tough guys to kick me out. What's more, after weeks of silent, a contract for assembling a custom car has appeared on the map. That's a hell of a chance to develop and upgrade the whole junkyard. You should take a look at that. Okay. Meet me at the garage later. Überprüfe die Riesergarde Verträge auf dem Board. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil ich hätte schon gern hier einen Mitarbeiter, der einfach selbst die Karren macht. Ich mag halt das Automatisieren, sodass man zwischendurch Sachen machen kann. Verträge. Verträge erhalten Sie Vertragspunkte, um Geldboni für die Verbesserung der Schrottplatzstrukturen zu verwenden. Sehr gut. An von Blutrot Flammen. Farbetyp Flammen zweimal. Okay, das ist cool. Wählen Sie den akzeptierten Vertrag. Okay. Hier gibt es ein Problem. Das ist natürlich schade. Trotzdem nochmal zwei. So, also wir haben einen Auftrag. Was steht da? Ist das egal, was für eine Karre ist? Einfach nur Anforderungen Kunden. Wrack. Es muss vier Stärke haben und vier Lenkrad. Richtig? Farbe. Nee, das ist ein neuer Vertrag. Cornetto L Domino KK. Okay, was kommt denn jetzt hier? Ein Domino LKK, was auch immer. FKK. Das ist... Oh, das ist... Okay, das... Ja, sehr gut. Was will man mehr? Oh, die Performance ist wieder am Arsch. Oh, ruckel, ruckel. Okay, geh wieder. Und wieder nicht. Ruckel, ruckel. Okay, jetzt. Ja, dann... Moment, warte kurz. Nicht ätzen die da nicht weg? Das wär's ja dann. Entschuldigung. Aha, ich wollte gerade sagen, warum hat er auf einmal so gebraucht? So, okay. Design. Vertrag auswählen. Okay. Blutrot. Check, check. Flammen. Check. Zweimal... Warte mal, jetzt müssen wir erstmal die Sachen dran machen. Frontstoßstange.
Da kommen wir nicht dran. Ah doch. Jetzt. Okay. Blutrot. Jetzt bauen wir Flammen. Flammen werden aber bei uns... wir haben halt noch kein Schwarz. Das ist halt... Blau. Rot-Blau ist schon geil. Aber ich verstehe nicht, warum die Flammen da so komisch sind. Ne? Das ist nicht so schön gemacht. So, dann brauchen wir Aufkleber. Wir brauchen zweimal Flammen. Wie viele Flammen will der eigentlich? Noch andere Flammen? Wie kann ich denn nochmal drehen? Furchtbar. Ja, so viel zu... Ah ne, andere Flammen. Scheiße. Welche denn? Die hier? Das kommt. Es sind die verschiedenen groß. Jetzt weiß ich nicht, wie. Frag drehen mit A und D, ne? So. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, aber wie kann ich denn die wieder wegmachen? Ah, egal. Ist alles. Nee, auch wieder nicht. Warte mal. Bin ich denn blöd? Zweimal die Flammen, die haben wir gar nicht. Doch, hier unten. Ach, da! Pass auf. Ich mag das mit den Aufklebern nicht. Ja, fertig. Unfassbar, der Vertrag wird unfassbar erledigt. Yeah! Er ist so toll! Hauptsache die Aufkleber, du hast Aufkleber, ist noch dran. Ist schon wieder mit Sean sprechen. Listen, I thought about a few things and I have to go back to my roots. To the things giving me the greatest satisfaction. You took me out of a tough spot and showed me who's the real boss here. From now on, I place myself fully in your hands. Show me what you need and it will be done. Ach krass, okay. Scheiße, wir müssen die Register die VIP bedienen gerade. Das ist sogar wichtiger als jetzt den Wagen hier zu holen, aber geil, ist ein Family Truckster. Yo, Griswolds auf dem fucking Weg nach Wally World. Lang lebe Wally World. Na, es ist nicht der Family Truckster, aber egal. So, ich muss mal gerade den VIP-Kunden bedienen, da müssen wir auch schon aufhören. Ein Keks, weißt du, so den unverpackten Keks und ein paar Schwämme. Bitteschön. Was ist denn hier wieder los, weißt du? Ach, wir haben keinen Sprit mehr. Oh, shit. Schon wieder nicht? Alter, guck mal, 8000.
Hast du im Angebot? Kaufen. So, pass auf. Wir schließen das jetzt ab. Und zwar mit Aktualisierung unserer Tankstelle. Aber die Standard-Tankstelle darf ich nicht upgraden, den Tank. Warte mal, doch, kann ich doch. Und zwar hier, bei Tankstelle. Boah, 5000! Leck mich an der Tasch. Wir brauchen das Autokino noch. Ich hab das Party-Tag. Ich hab's vergessen. Lass mich mal, mein Gehirn. Shredder, Erhöhung der Lebensdauer und Werkstatt 5. Zündkerzen. Zuckerkerzenwechsel! Ja, lesen und so. Nee, ich glaube. Lager des Schrottplatzes. Guck. 40, machen wir. Ich wollte gerade Hall machen, aber mein Hallknopf ist kaputt am Mischpult. Ja, so viel dazu. Liebe Leute, bis zur nächsten Folge Car Junk Yard Simulator. Bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.